Das ist Eva. Für Eva ist heute ein besonderer Tag. Wenn sie Glück hat, steht sie in der Zeitung. Genauer eine von ihr gestaltete Anzeige. Doch es sieht nicht danach aus. Und so hätte sie ausgesehen, Evas Anzeige zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Damit hat die junge Stuttgarterin sogar einen Wettbewerb gewonnen, den der Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger und die Jugendpresse Deutschland anlässlich des Tags der Pressefreiheit am 3. Mai ins Leben gerufen haben. Ich habe die Ausschreibung erst gesehen, ich glaube 3 Tage vor Einsendeschluss.